17 Tage hatten die Spieler des SC Preußen Münster Zeit, sich zu erholen. Seit dem 2. Januar geht es auf dem Trainingsplatz hinter der Tribüne wieder zur Sache. Wie es mit den potenziellen Neuverpflichtungen wie Savio Serenko und Burak Kaplan sowie den generellen Trainingsvorbereitungen aussieht, konnten wir Pavel Dotschev fragen. Ja, hallo, Samstag, der 5.1.2013, das Jahr hat begonnen, das Training auch wieder. Pavel Dotschev hier, danke für die kurze Zeit. Wie war der Trainingseinstieg so? Also sehr intensiv und sehr aufwendig alles. Also wir haben für die kurze Zeit sehr viel Arbeit schon hinter uns gelassen und sehr umfangreiche Sachen, viele Gespräche, organisatorische Sachen. Also ich muss sagen, das ging ganz schnell von 0 auf 100. Es gibt ja natürlich auch, was die Fans immer interessiert, ein paar Neuzugänge. Savio, wie sieht's mit dem aus? Gefällt er Ihnen? Kann man schon was zu sagen? Ja, also Savio ist schon sehr, sehr guter Fußballer. Er hat schon das oft bewiesen. Natürlich müssen wir jetzt zusehen, ob wir uns mal einigen können. Aber wenn das der Fall ist, er würde morgen mit nach Spanien fliegen. Das ist ja vielleicht gar nicht schlecht als Verstärkung. Menschlich muss es auch immer passen. Der Herr Kaplan ist schon wieder gefahren. Kann man sagen, woran es gelegen hat? Man mauschelte so, es passt so persönlich nicht richtig? Das möchte ich jetzt nicht so sagen. Es geht bei Kaplani, er ist ein überragender Fußballer auch. Er hat auch Top-Qualitäten, hat auch erste Liga-Einsätze gemacht. Also das kommt nicht von ungefähr, nur das war ein bisschen positionsbedingt. Bei Kaplani ist er auch zentraler Mittelfeldspieler, der theoretisch fast identische Rolle oder Position von Amudi Bischof hier übernehmen könnte. Und ich wollte nicht unsere Stärke rausnehmen. Verstehe. Jetzt geht es ein bisschen in die Wärme für ein paar Tage. Was ist so das Besondere bei so einem Training, wenn es in die Wärme geht? Was haben Sie sich vorgenommen? Ja, wir freuen uns auf diese Trainingslager. Es wird hart gearbeitet. Es ist ja nicht so vielleicht, wie viele Leute denken, dass wir jetzt nach Spanien fahren, um Urlaub zu machen. Im Gegenteil, wir haben 3 Freundschaftsspiele da schon fest. Wir werden auch Akzenten setzen auf spielerische Elementen. Wir fahren jetzt nicht nach Spanien, um im Wald zu laufen. Das können wir auch hier machen. Also wir werden in Spanien jeden Tag, jede Gelegenheit nutzen, auch uns zu verbessern. Und das heißt, das ist ja dieser Hauptteil von der Vorbereitung, diese Trainingslager. Und da müssen wir wirklich diese Basis schaffen. Ich wünsche viel Erfolg bei der Vorbereitung und dann toi toi für den guten Einstieg. Dankeschön, vielen Dank. Danke auch.